Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Beyond Good and Evil. Im letzten Teil haben wir ein paar CDs bekommen, die werden wir uns anhören. 511. Also 850 Leute sind verschwunden, alles klar. 850? Oh mein Gott, was haben die gerade? 511. Neue Entführungswelle in der Fußgängerzone. Oh Gott. Reporter Double H. Schaff mal bloß auf, du. Die Doms haben der hylianischen Bevölkerung letzte Woche wieder schwer zugesetzt. Mhm. Weitere 850 Leute wurden in dieser Zeit als vermisst gemeldet. Der sogenannte Schutz, den die Alpha-Abteilung vor den Doms bieten soll, ist mehr als lächerlich. Ein sehr, sehr interessanter Bericht, der ziemlich kurz und klein gehalten war. Aber was soll ich richtig, was soll... Naja, ist ja voll interessant gewesen, egal. Wer wird sich das schon reinziehen? iOS 512. Das Mysterium geht weiter. Weitere 800 Vermisste in dieser Woche. Jetzt kommt. Iris 512. Jo. Hillis mit Doms Meteoren beschossen. Reporter Double H. Die Kanäle, die Mamago-Werkstatt und das Refugium am Leuchtturm unter schwerem Beschuss durch die Doms. Alles klar. Die Schutzschilde sind nicht in der Lage, die Doms Meteore aufzuhalten. Tja, sowas kann passieren. Die Alpha-Abteilung tauchte erst nach dem Alarm am Schauplatz auf. Haben wir ja miterlebt. Die Alpha-Abteilung ist unfähig, den Schutz von Hillis zu gewährleisten. Oh oh. Aber der nächste Bericht war genauso kurz. Ich bin mal gespannt, wie der Bericht von mir wird. Naja, wir müssen jetzt in die... Nutrifabrik da. Fußgängerzone. Ich glaube, den Coating können wir später, später eintippen. Dann brauchen wir wieder einen Spezialschlüssel, den wir nicht haben. Dumm. Wir haben nie einen Spezialschutz. Hey, Nori. Ja, ich möchte gerne was bei dir kaufen. Konto, Identifizierung. Okay. Okay. Und zwar genau das. Ebbe in der Börse. Nein, ich möchte nicht den Status. Nein. Das da. Mhm. Ein paar Einheiten zu... Oh Mann. Muss wohl sparen. Ein paar Einheiten zu wenig. Oh Mann. Muss wohl sparen. Ein paar Einheiten zu wenig. Ein paar Einheiten zu wenig. Ebbe in der Börse. Ebbe in der Börse. Sie, ne? Sie spielt doch. Ebbe in der Börse. Ebbe. Ebbe, oh Mann. Muss wohl sparen. Ein paar Einheiten zu wenig. Jetzt hör halt bloß auf, du. Danke. Meine Güte. Perfekto, ich nehm's auf. Gut. Nein. So lange hat es einem Kaufmann nie gedauert. Naja, wie auch immer. Ja, die Armee hat nicht mehr viel zu melden, seit die Alpha-Abteilung die Armee? Aufgetaucht ist. Was ist denn hier drin? Können also nicht, wohin wir wollen. Richtig. Vielen Dank für nichts, Alpha-Abteilung. Super. Da ist was zum Essen. Müssen da noch irgendwie durchkommen. Frage ist jetzt nur, wie. Gut. Dann fahren wir jetzt zur Nutrifabrik. Los geht's! Ey, ich werf... Geh mir doch mal aus dem Weg, du! Meine Fräse. So, und zwar ist ja ein bisschen da lang, wenn ich das weiß. Ja. Dum. Hillis! Ladevorgang!
fahren wir. Hier ist nämlich auch gleich die Eingang zur Nutrienfabrik. Und ich bin echt gespannt auf unsere erste Mission. Fabrikeingang. Ach nee. So, wir haben angedockt. Dann sehen wir hier drüben gleich weitere Monsters. Vielleicht zu langsam. Komm nochmal runter. Nicht du. Genau du, aber du musst jetzt nochmal hochkommen. Danke. Vorax, davon sehen wir in letzter Zeit immer mehr. Ja, hallo, das sind noch die Monster. Gegner. Egal. Danke. Yeah, komm schon. Hey, du bleibst. Egal, ich schaffe es ohne dich. Da ist was drin. Kein Problem. Vielen lieben Dank. Oh, da kannst du aufmachen. Nichts. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Bist du schon da schon? Ja. Vergiss nicht, dass die Gouverneurin dir helfen kann, ja, wenn du Probleme hast, mit einem Code durch eine Militärtür zu kommen. Ja. Schick ihr einfach ein Foto von dem verschlüsselten Signal. Ja, ja. Ich bin gerade dabei. Bitteschön. Ja, das ist der Code, den wir vor ein paar Tagen entziffert haben. Ich schick ihn euch. Gut. Reden. Kennst du den Code? Nein. Aber ich hab's etwas schon einmal gesehen. Ich weiß, dass es Doc-Decoder-Programme gibt, die nur mit Hilfe eines Fotos den Code knacken können. Was meinst du? Das sieht nicht gut aus. Aber dort sind einige Kisten. Wir müssen mehr herausfinden. Lesen. Wenn er ihn nicht geändert hat, lautet er immer noch viel Glück. Ja, er lautet nicht viel Glück, sondern L4N5. Das ist nicht bei den Codes so, die wird das niemals vorlesen, wie er lautet. Das dürfen wir uns immer selber lesen. Also, L 4 N 5 bestätigen. Korrekter Code. Na dann mal rein. Und rein geht's. Aufzugraum. Alles klar. Wir sind im Aufzugraum unterwegs. Oh, schon wieder ein Gitter. Page, hilf mir mal. Page. Los geht's. Dum, 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 dum. Gut, und wir drücken das jetzt auf. Bam. Ey, mein Fuß, okay. Fuß. Wir sollten von jetzt an auf Zehenspitzen laufen. Als wenn ich jetzt gerade leise war. Keine Angst, Onkel Page. Wir schießen ein paar Fotos und dann ab nach Hause. Ja. Johnny, ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Mach. Eine Ratte. Moment. Da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Danke. Klasse. Ich fahre ein Backup. Ein was? Ach, egal. Ein Backup. Klingt fast so, als wenn das ein Motor wäre oder so. Naja. Egal, die Ratten können wir wieder alle zertreten. Ja, ja. Hey, die Ratte läuft davon.
töte sie. So. Ducken. Nicht mehr ducken. Und Page durchlassen. Noch mal eine Ratte? Halt durch, Jade! Ich komme! Für mich ist doch alles in Ordnung. So, weg mit dir. So. Jetzt müssen wir dieses Gerätchen... Okay. Wie viele Ratten gibt's denn hier? Komm her. Danke. So, jetzt aber hier endlich mal. Wir müssen das hier schieben. Komm, Page, hilf mir. Brauchst du Hilfe? Yo. Dum, 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 dum. Schieben, schieben, schieben. Sitzt fest. Alles klar. Jetzt noch von dieser Seite schieben. Brauchst du Hilfe? Ja. Wegen dir werde ich noch meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jake. Der letzte Schrei im Personennahverkehr. Ja, aber das ist längst nicht alles. Ha! So viel zu ihrem tollen Au. Sicherheitssystem. Oh. Was für Spuren? Ein Reaper? Yep. Sie hetzen uns einen Reaper auf den Hals. Sieht ganz danach aus. Und er sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Oh. Er muss auf die Rohre aufpassen. Aha. Es wird zu riskant, Jade. Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen jetzt hör halt bloß auf. Wir noch können. Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, siehst dann du? Werden wir hier am dringendsten gebraucht. Siehst du? Siehst du? Das habe ich auch gesagt. Entschuldigung, ich war gerade am Trinken. So. Dann schauen wir uns nochmal um. Also das hier sieht auf jeden Fall kaputt aus. Kannst du das reparieren? Der Motor ist hin, kannst du den reparieren? Ein Speech und Luhita, Modell 71. Nicht wirklich, das allerneueste Baujahr. Mal sehen, was ich tun kann. Ich werde zum Affenonkel. Was? Nichts Persönliches, Jade. Hier werden sogar okay. Die Aufzüge misshandelt. Oh. Halt durch, alter Junge. Onkel Page wird's richten. Kannst du ihn reparieren? Also so wie Schrauben liegen wahrscheinlich nicht. Aber bitte erwarte kein Wunder. Wenn ich mir das Kabel ansehe, hat er einen Schlag gegeben. Er braucht einen neuen Schrittmacher. Und dein Job ist es, einen Organspender zu finden. Ein Organspender. Eine Sicherung. Und wo bitte schön soll ich hier eine Sicherung finden? Er braucht eine. Er ist in sehr schlechtem Zustand. Alles klar. Mit dem Kolben. Hab getan, was ich konnte. Ich hab das Ding einfach wieder reingesteckt. Okay. Er hat das Ding einfach wieder reingesteckt. Ob das so sicher und eine schlaue Idee war, lass ich es einfach mal so stehen. Elektrikraum. Dann gehen wir nochmal da rein. Das Schwein kann vielleicht nicht fliegen, aber es läuft immer noch wie ein Frischling. Alles klar. So, ich mache mal eine Karte. Aber... Der Ventilator. Er stellt den Kontakt her. Wir müssen ihn in die richtige Richtung drehen. Ja, mit was? Soll ich mich einfach da auch? Soll ich einfach da hochfliegen oder was? Kontoidentifizierung. Okay. Ein Stab, eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie voll. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie voll. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. So, davon haben wir alles gekauft, aber wir können nichts machen in diesem Raum noch nicht. Deswegen gehen wir wieder zurück. Au. Was machst du da, Page? Komm!
Gut. Ich glaube, ich gebe mal noch mal was zum Essen. Brauchst du Energie? Danke. Das ist also dein höllischer Bericht. Ja, aber vergiss nicht. Jade, spiel bloß nicht den Helden. Schieß auf alles, was dir komisch vorkommt. Und dann nix wie raus hier. Alles klar. Dann verschwinden wir doch mal und gehen zur nächsten Tür. Also zum Aufzug können wir noch nicht fahren. Von da kommen wir. Also müssen wir ins Labor. Alles klar. Westflügel. Da ist der Westflügel. Alles klar. Gibt's auch einen Ostflügel oder was? Na, herzlichen Glückwunsch. Das Ding ist die Fabrik riesengroß. So richtig groß. Lastenaufzug direkt voraus, Jade. Ja, das ist der Aufzug, aber ich möchte jetzt nicht in den Aufzug. Und zwar ist hier auch eine Tür. Und da möchte ich zuerst rein. Denn da geht's ins Labor. Und dort gibt es noch ein Tierchen, das wir fotografieren müssen. So, als alles ist... Jade, sieh mal die Spuren. Er muss hier irgendwo sein. Und er hat bestimmt Hunger. Njam, 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 njam. Du weißt, diese Viecher lieben Schweineländchen. Siehst du mir ein Schweineländchen aus? Aber egal. Ja, unsere Aufgabe besteht eigentlich darin, so wie wir es schon gesehen haben, was die beiden Enten hier an die Enten schicken, damit der Strom abgeleitet wird. Dann können wir durch. Das ist der Kühlraum. Hier lagern sie ihre ekligen Nutri-Pillen. So, und zwar dieses Tier hier müssen wir fotografieren. Bitteschön. Übertragung empfangen. Ich speichere es sofort. Würde ich dir auch raten. Gut. So, ein paar Ratten können wir zertreten, manche wieder nicht. Was war denn da drin? Hier ist ein Schalter. Und da... Oh, schon wieder eine Ratte. Und dabei finden wir eine Perle von Alpha-Abteilung wiedergeholt. So. Hier ist noch eine Ratte. Da ist auch noch eine. Hier ist noch eine. Ratte. Die, wo da oben alle sind, die können wir nichts anhaben. Aber das ist mir jetzt auch egal. Ich habe das Tier, was ich wollte, und die Perle ebenfalls. Also gehen wir zurück zum Westflügel. Und verwenden den Lastenaufzug. Gut, 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 gut. Hier ist der Aufzug. Serviceaufzug. Sie kommen von überall her! Also das sind diese Maschinenmonster, die auch nicht so viel. Nicht auf mich! Ey. Raus! Du steuerst die Richtung des Akkusen zu, Jade! Ey, Vorsicht, Jade! Ey. Gut. Nein, nein, nichts zu danken. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Was? Ja, ich gebe dir gleich strahlendes Lächeln. Also wirklich, Paige. Hey, können wir jetzt damit nach oben? Ja, nur einer von uns muss hier bleiben. Alles klar. Dann drück mal. Kein Problem. Das kann nur schief gehen. Wo willst du hin? Ich sehe mich da drüben mal um. Okay. Ich sitze wohl hier fest. Sei vorsichtig! Mach dir keine Sorgen. Moment, wenn der hier fest sitzt, dann kann ich ja von dem schnell das Dings nehmen. Und zwar das. Was ist das eigentlich? Was ist das? Wird nicht angezeigt, okay.
jetzt gebe ich ihm noch schnell was zum Essen. Damit er sicher ist. Gut. Oh. So. Ich muss mich da reinfallen, dann explodiert er und dann können wir durch. Cool, oder? So, wo führt uns diese Tür hin? Thanks. In eine Falle. So, hier finden wir etwas sehr Interessantes. Und zwar ist das Double Age unser erster Bericht, der hier gefangen gehalten wird. So. Bericht veröffentlicht, um die Kommandierenden zu bezeugen, den Code zu entschlüsseln. Du hast es, Shawnee. Yo. Das ist der erste Beweis. Genau. Die Gouverneurin wird jetzt bereit sein, dir den Code zu schicken. Gut. Das heißt, das, wir bräuchten das Bild und für das hier. Für diesen Code. Nutri-Pillenfabrik. Geschützter Verschluss. Den Code sollten wir finden können. Ich bleibe in Kontakt. Alles klar. Lesen. Das sollte funktionieren. Aber Vorsicht. Alles klar, also. Er heißt D5R6. Gut, dann werde ich das noch eintippen in diesem Video. Und das, was wir jetzt bekommen, das ist sehr interessant. D5R6. Bestätigen. Korrekter Code. Und jetzt? Ah. Nehmen. Zimus aktivieren, N1 zielen, zoomen, schießen, R2. Gut. Wow, oder? Einfach nur wow. So, wir müssen ganz normal mit der Kamera schießen. Und jetzt mit R2 können wir das abschießen. Wir müssen also sozusagen rot CDs. Und das ist die beste Waffe, die wir in den ganzen Spiel bekommen. Finde ich. Die brauchen wir am besten. Besonders für die Missionen sind das wichtig. Bist du okay? Nein. Sie. Okay. Haben mein Gehirn weich gekocht. Weich gekocht? Ich will's nicht essen, danke. Bist du unser Kontakt? Bist du Double H? Ja, das ist Double H. Weiß nicht. Sagt dir das Iris-Netzwerk irgendwas? Hören Sie, Frau Iris. Jade. Mein Name ist Jade. Genau. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich behilflich sein. Hä? Also bist du Double H? Double H, Triple Z, wie Sie wollen. Fragen Sie mich nicht. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß nur, noch 10 Minuten länger und ich wäre Geschichte. Was? Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Silas. Miss Silas. Jade. Mein Name ist Jade. Zu Diensten, Miss Jade Silas. Alles klar. Jetzt werden wir uns erstmal die Perle nehmen. Doms Foltergerät. Okay. So, eine Mama. Carlson und Pina! Alles klar. Ja, wir können das leider nur...
Ja, ein Tier ist leider nicht mehr. Gut. Zurück. Und hier in diesem Bereich machen wir im nächsten Video weiter. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao.